Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Justice for All. Und wir wollten doch zu Max Galactica gehen. Nicht mit Zirkus, sondern hier, Schraubanschlag, genau. Und was wollten wir nochmal machen? Ich hab's vergessen. Ihm das Bild. Nee, doch, ihm das Bild zeigen nochmal. Stimmt. Normalerweise bin ich fabelhaft, aber auf dem Bild bin ich der König der Welt. Kommt mir das nur so vor oder leckt das gerade wirklich ein bisschen? Ich habe sogar Ich habe sogar eine fabelhafte Trophäe und noch eine fabelhaftere Büste bekommen. Die ist ja richtig cool. Ich hätte nichts dagegen, mir die Trophäe mal anzusehen. Dann musst du einfach nur in die Cafeteria gehen. Das sind nämlich meine Auszeichnungen. In der Cafeteria? Sie meinen die im Zirkuszelt? Natürlich. Da ist zwar nicht die Trophäe, aber dafür aber die Büste, die ich gewonnen habe. Die steht in der Cafeteria? Wir waren doch gestern dort. Nick, hast du die irgendwo in der Cafeteria... Hast du irgendwo eine... Ach, Mann. Nick, hast du irgendwo in der Cafeteria eine Büste gesehen? Na, gucken wir doch mal nach. Die ist doch bestimmt jetzt... Hin und her. Die ist doch bestimmt jetzt erst erschienen. Dann bin ich jetzt aber mal gespannt. Ach, verdammt. Ich dachte jetzt... Oh, 29. Dezember, Zirkuszelt. Zimmer des Direktors. Max und der Direktor haben sich in diesem Zimmer unterhalten. Zu diesem Zeitpunkt könnte der Direktor Max Kostüm angezogen haben und rausgesprungen sein. Warum sollte er das tun? Vielleicht war es kalt oder so? Wenn die keine Ahnung, hier wollte ich gar nicht hin. So, jetzt hier aber Cafeteria. Untersuchen. Stimmt, da auf dem Tisch könnten die Büste sein. Ich habe hier drin, glaube ich, war das. Das ist seltsam. Auf diesem Tisch steht gar kein Geschirr. Sieh mal, da steht Max drauf. Das muss ein VIP-Tisch sein. Ist das nicht zu klein für einen VIP-Tisch? Da passt kein 10-Gänge-Menü drauf. Nun, er könnte immer noch Hamburger essen, oder? Achso. Wo meinst du? Nee, ich dachte auch, das wäre der Tisch gewesen, wo dann die draufstehen sollen. Eine Pinnwand für Dinge, die angepinnt werden. Hier gab es wohl keine wichtigen Hinweise. Langweilig. Vielleicht sollten wir einen saftigen Leckerbissen hinhängen. Saftig? Du weißt schon. Wie einen falschen Hinweis. Eine Botschaft vom Mörder. Gib's auf, Maya. Du weißt doch. Das Ganze schon, das mit Sicherheit ernst nehmen. Unter dem Tisch? Es sieht so aus, als wäre seit der Mord an nichts verändert worden. Ich hatte an dem Tag Küchendienst. Ich wollte ein ganz besonderes Menü kochen. Echt? Und was? Mu-Burger. Und was ist das? Rindfleischburger mit Lachern und einer Soße, die so schmeckt wie meine Witze. Unglaublich gut. Gibt's. Die Burger hinterlassen bestimmt den gleichen üblen Nachgeschmack auf der Zunge. Unter dem Tisch. Okay, ist das gleiche. Mu-Burger. Hier ist die Küche. Oh ja, oh ja. Ich hab einen neuen Küchenwitz. Nein. Moment. Wie ging der nochmal? Ich weiß schon. Was hat der Koch zum Huhn vorm Essen? Weil du wirst messerscharf. Irgendwas Dämliches in der Art wird schon sein. Was sagt der Koch zum Huhn vorm Essen? Heute wird's messerscharf. Unglaublich, Mo. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aha. Meine Güte. Fernseher? Okay, nee. Der Tusch hier vielleicht. Da ist überall dreckiges Geschirr. Es war wohl in jener Nacht zu, so nochmal. Es war wohl in jener Nacht zu hektisch, um aufzuräumen. Du weißt doch, ich kann unordentlich nicht ausstehen, Nick. Och Gott. Ich glaube, wir beide sollten hier für die anderen aufräumen. Jupp, helft ihr uns wirklich, die Cafeteria wieder in Schuss zu bringen? Wovon reden Sie da? Natürlich werden Sie auch mithelfen. Clowns können das nicht. Die sind zum Tortenschmeißen geboren, nicht zum Aufräumen. Die räumen auf und dann wirft er sie mit Torten ab. Ich bin ein Scherzkeks, aber die Krümel saugen andere auf. Meine Güte. Alles klar. Zwei Witze in einem. Fett und lustig, verstanden? Besonders fett, ne? Ja, oh, wir haben verstanden. Oh. Oh, Mensch, das gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwas falsch gemacht. Vor allem präsentiere ich hier nochmal. Oder ich will nochmal gucken, ob man mit reden kann. Ja! Aha! Nee, nicht untersuchen, scheiße! Ja, du kannst mit ihm reden! Mit dem lustigen, fetten Clown. Das ist nicht von Max. Du willst nur Lichtgeschwindigkeit.
Die Büste von Max müsste eigentlich auf dem kleinen Tisch dort drüben stehen. Da ist aber nichts. Wirklich? Ach ja. Wann war das? Vor ungefähr 5 Tagen, glaube ich zumindest. Da war die Büste auf einmal verschwunden. Verschwunden? Wenn du sie sehen möchtest, an dem schwarzen Brettbord hängt ein Foto von ihr. Max musste das Foto ja unbedingt dort aufhängen. Hey, dieses Ding ist richtig cool. Nick, ich möchte, dass jemand eine Büste von mir anfertigt. Sicher, solange ich nicht dafür zahlen muss. Oh. Büste von Max Galactica zurückgezackt hinzugefügt. Meine Güte, jetzt hör ich wieder Schluck auf. Hat sich hier sonst noch was verändert? Nee, soweit ich das sehen kann, hat sich ja nichts verändert. Ob er wirklich darüber nachdenkt oder nur einen schlechten Witz einleitet? Nee, mir fällt nichts auf. Ein stiller Maul ist ein guter Maul, wenn man mich fragt. Es hat sich wirklich sonst nichts geändert. Was meinst du? Nun, es gibt ja einige winzige Kleinigkeit, die etwas anderes zu sein scheint. Sagen Sie es, ein Witz. Da kommt jetzt bestimmt ein Witz. Tja, am Morgen des Mordtags hing dort an dem schwarzen Brett dieses Stück Papier, genau in der Mitte. Ein Stück Papier? Es war zerrissen, deswegen weiß ich nicht, was darauf stand, aber ich sah den Titel. Ach du Schande! Darauf stand, an den Mörder! Mörder? Jupp, das stand drauf, aber der Rest war abgerissen. Und ich weiß nicht, wer es aufgehängt hat. Wann haben Sie das entdeckt? Am Morgen vor dem Mord. Vor dem Mord? Ja, der Zirkusdirektor wurde in der Nacht ermordet, nachdem das Papier entdeckt wurde. Wer hat diese Notizbus aufgehängt? Notiz zunächst auch hinzugefügt. Nick, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ein Hinweis. Notiz, am Mordtag in der Cafeteria angestanden, zerrissen. Drauf steht an dem Mörder. Bronzestatue von der Tat aus der Cafeteria entwendet. Sehr schön. So, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir jetzt zu dem Tatort? Also da hinten hin, wo Franziska und Karma ist? Ja. Nee, ist lieber nicht. Ich habe Angst. Das wäre auch ein Beispiel. So. Ich habe eine Frage an die Zuschauer, an die du mich erinnert hast. Ob einer von den Zuschauern Meister schafft oder Meister, wie hieß er? Zwirn, den kennt er sowieso nicht. Meister schafft oder Meister Zwirn kennt. Wenn ihn jemand kennen sollte, sagt uns Bescheid und schreibt es in die Kommentare. Meisterschaft und Meister Zwirn, das kennt doch niemand, die zwei Leute. Ja, du kennst sie. Ja, ich kenne ja auch alles. Ja. Warte mal, hier sind wir gar nicht. Ach, warte mal, diesen Zettel an dem Mord, den können wir doch bestimmt jemandem zeigen. Warte mal. Jetzt aber mal gut, nicht das Mikrofon kauen. Ich kau das doch so gerne, Marcel. Achso. Ey, jetzt hast du meinen Namen gesagt. Immer für dich aber noch Edgeworth. Herr Edgeworth, wenn ich bitten dürfte. Okay, ihm können wir nichts zeigen. Hier zu rammen? Also, mit dem Ellbogen hier zu... zu meine hauen. Güte. Ich hau dich doch gar nicht. Ich präsentiere ihm was und der haut mich mit seinen blöden Karten. Wie viel hat der eigentlich? Und immer die gleiche. Was ist damit? Fabelhaft. Soll ich dir ein Autogramm darauf geben? Wissen Sie noch etwas über die Notiz? Am Morgen des Mordtags hingen sie in der Cafeteria an der Wand. Ich weiß natürlich alles über die Notiz. Als ich sie las, stockte mir der Atem. Ihnen stockte der Atem? Ich genoss gerade meinen Tee, als der Zirkusdirektor samt Begleitung in den Raum kam. Samt Begleitung? Nun, es war wohl eigentlich keine Begleitung. Es war meine Zuckerherzchenprinzessin. Als der Zirkusdirektor die Notiz las, bekam er einen hochroten Kopf. Plötzlich riss er sie von der Wand und schob sie dann in die Tasche seines Fracks. Ehrlich? Aus reiner Neugier, was stand denn da bloß drauf? Mal sehen, ich habe gerade eine Idee. Aha. Oh, ich möchte mein Herz ihnen nicht den Spaß verderben. Finde es selbst raus. Ich bin mir sicher, dass ihr sie irgendwo finden könnt. Ihr solltet vielleicht auch die Zuckerherzchenprinzessin danach fragen. Okay. Ich weiß schon, wo wir die Notiz die restlichen finden. Wo? Im Frack des Zirkusdirektors in seinem Zimmer. Tja.
dieses weiße Zettelchen, was wir da gesehen haben. Ja, genau, was wir nicht rausnehmen konnten. Genau. Damals. Wo ich dachte, dass wir da untersuchen müssen. Deswegen habe ich auch gedacht, dass wir das untersuchen müssen, weil, ne? Ja. Ne? Ach, diese Melodie erinnert mich an Inimine. Kennst du nicht, die ist aus dem zweiten Fall? Oder vielleicht kennst du sie da sogar. Hey, hast du das gesehen? Da steckt ein Stück Papier in der Tasche des Fracks. Weißt du, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich wette, das ist die andere Hälfte der Notiz, die Mo uns gab. Dann beeil dich und sieh nach, Nick. Hm. Ich wusste es. Es passt perfekt an das andere Stück. Was steht drauf? Was steht drauf? An den Mörder. Ich habe eindeutige Beweise dafür, was passiert ist. Treffen. Heute Abend um 22 Uhr am Hauptplatz vor der Unterkunft. Heute Abend um 22 Uhr? Um die Zeit fand der Mord statt. Jetzt müssen wir herausfinden, wer den Doktor dorthin bestellt hat. Den Direktor. Was soll ich denn sagen? Den Doktor. Ja, oder den Doktor, halt, ist mir egal. Dr. Tina Gray. Vom Zirkus Doktor zerrissen, vom Zirkus Dingens, vom Zirkus Doktor. An den Mörder. Erinnerst du dich, was vor 6 Monaten geschah? Ich habe eindeutige Beweise, was dafür passiert, was passiert ist. Warte, ist ja schon da 6 Monate oder ich habe das gerade wieder vergessen? Was? Er hat doch gerade was vorgelesen. Stand da 6 Monate oder was stand da? Ja. Dann muss ich mal nachgucken, das kann ich dir nicht glauben. Ja, okay. Warte mal, was machen wir denn jetzt? Oh, hier zum Mann, ja, zu Max zurück. Achso. Hat doch gemeint, findet das jetzt mal selber. Meine Güte, wir müssen immer wieder zu ihm hin und wieder zurück. Meine Güte. Was ist damit? Denn? Was? So. Hä? Okay, der weiß ich, was wir machen müssen. Glaube ich, hoffe ich. Ich auch. Was? Zu Dick Gumshow gehen und ihm das zeigen, der wird uns weiterhelfen können. Ich nehme das doch. Nee, ich weiß aber. Was zum. Meine Güte. So. Regina ist ja nicht da. Ich will auch nicht zu Regina. Du willst zum Clown. Du willst. Da! Zu Gumshow. Hab ich doch gewusst. 29. Dezember, Unterkunft. Hauptplatz. Hey, Inspektor Gumshow. Ich bin sicher, Sie haben Ihre Arbeit wie üblich gut gemacht. Nun, ich habe den Akrobaten zu Ende befragt. Endlich. Aber mit Frau von Karma. Achso, jetzt ist geil. Piep, piep, piep. Wir hören die Geräusche doch. Nein, die macht das Spiel. Du brauchst sie nah machen, wenn das Spiel sie macht. Nick, was ist das? Dieses Piepen? Das ist irgendwie so, das war eigentlich von Superstar Saga oder von Mario. Stimmt! Das könnte auch sein, weil das ein Gameboy, weil das eigentlich ein Gameboy-Spiel ist. Das ist Frau von Karma. Die summt die ganze Zeit so ganz komisch. Hä? Immer wenn ich dieses Geräusch höre, ist sie normalerweise nicht weit entfernt. Eine Art Pieper oder so. Wenn es euch nicht ausmacht, würde ich gern von hier verschwinden. Schnell! Wir sehen uns, Junge. Ich wusste nicht, dass Gumshow so schnell laufen kann. Jetzt kommt sie mit hat wohl doch keine Plattfüße. Ja, komm, jetzt kommt sie mit so einem Roller an, so richtig alten, schmierigen, quietschigen Roller. Ich sah noch nie einen erwachsenen Mann mit so viel Angst vor einem Teenager. Nun, gehen wir hinein. Es ist bitterkalt hier draußen. Oh, der Wind. Aua! Diese Peitsche könnte glatt durch mich hindurchschneiden. Von Karma! Sie ist wirklich aufgetaucht. Das war heute ein Kampf im Gerichtssaal, nicht wahr? Phoenix Wright? Musst du so hervorspringen und uns erschrecken? Was kann ich für dich tun? Morgen ist der große Tag. Der Tag, an dem sein Traum in Erfüllung geht. Dass dein Sieg in den landesweiten Nachrichten erwähnt wird? Hahaha, landesweite Nachrichten? Nur nicht so bescheiden. Die Weltnachrichten, Phoenix Wright. Von deiner Niederlage wird man weltweit erfahren. Ich glaube, sie bewertet einen Sieg ein kleines bisschen zu hoch. Das hatten wir in dem Fall davor, hat man ja auch schon gegen sie gekämpft und da wurde das in den, ich glaube nicht weltweit, sondern halt landesweit gezeigt und da wurde sie halt besiegt. Und dann hat sie Phoenix Wright bewusstlos gepeitscht. Das war extrem heftig. Ich glaube, das so haben wir schon vorgelesen. Auch jetzt dürfen wir mit dir reden, uns die Zeit auf mich. Jetzt weiß ich, wie es ist, wenn man ein Zeuge bei Phoenix Wright ist. Von Karma, es sieht so aus, als hättest du etwas in der Hand, was? Ha, ich wundere mich, dass du das mitbekommen hast. Kunststück, diesen Triumph in deinem Gesicht könnten 10 Papiertüten nicht verwehren. Ich habe eindeutige Beweise und den eindeutigen Zeugen, muss ich noch mehr sagen. Einen eindeutigen Zeugen? Du musst den Akrobaten meinen, richtig? Ich stelle in diesem Moment eine Zeugenvorladung für ihn aus. Dies ist der letzte Nagel für deinen Sarg, Phoenix Wright.
Guck mal, die hat so schöne Manschettenknöpfe. Siehst du das hier in der Hand? In der Hand? Hier. Oh ja, tatsächlich. Ja, ich hab's verstanden. Du willst mich bezwingen und vernichten. Ich kann mich jetzt nicht um sie kümmern. Ich muss weiter ermitteln. Rache. Warum machst du Nick das Leben so schwer? Es ist egal, ob du morgen die Schuld des Angeklagten beweist. Nichts wird deinen Vater zurückbringen. Meinen Vater? Du musst den ehrenhaften Manfred von Karma meinen. Natürlich, dein Vater. Ich weiß, du vermisst ihn. Genug davon, kein Wort mehr oder du kriegst meine Peitsche zu spüren. Also, wann habe ich bitte jemals meinen Vater erwähnt? Dann, was ist dann diese Rache, von der du sprichst? Das würdest du nicht verstehen, Phoenix Wright. Ich muss ihn wiedersehen, noch einmal. Ihn? Ich bin sicher, du weißt, wen ich meine. Miles Edgeworth. Was? Edgeworth? Herr Edgeworth? Miles Edgeworth. Warum erwähnst du ihn? Du hast es doch nicht vergessen, oder? Weißt du, wer den begabten Staatsanwalt Miles Edgeworth ausbildete? Manfred von Karma. Ganz genau, mein Vater war es. Das bedeutet, dass Edgeworth... Wieder richtig. Miles war wie ein kleiner Bruder für mich. Hä? Kleiner Bruder? Edgeworth und Nick sind doch gleich alt. Und somit älter als sie. Edgeworth. Der Mann, der mich dazu brachte, Anwalt zu werden. Und wieder DL-6 Musik, yippie. Ich habe in einigen Fällen mit ihm gestritten. Aber nachdem dieser Fall vorbei war, das da links ist Manfred von Karma, damit du Bescheid weißt. Okay. Ja, das war irgendwie, der sieht so komisch aus. Ja, der ist richtig alt, der kommt im Phoenix Wright Film auch vor. Der sah so richtig alt aus. Ja, der ist alt, der ist glaube ich 60 Jahre alt, der hat 40 Jahre keinen Fall verloren. Das ist heftig. Verschwand er. Es ist deine Schuld, dass er weg ist. Hä? Das ist die Wahrheit, nicht wahr, Phoenix Wright? Ich... Nick, was meint sie damit? Edgeworth tot. Nach diesem Fall war Edgeworth in einem seltsamen Zustand und es wurde jeden Tag schlimmer. Wenn man sich erinnert, in den Credits vom fünften Fall von Phoenix Wright 1, hat man nochmal den Pagier, im Hotel, einen Typ, der Sachen vorbeibringt. Pagen. Den Pagen gesehen, wie er in Edgeworths Büro war und einen Zettel ausgegraben. Zettel rausgeholt und vorlesen, aber man hat nicht gesehen, was drauf stand. Das hatten wir vorhin schon mal gehört. Oder hören wir noch auf jeden Fall. Er betrat nie wieder einen Gerichtssaal. Und dann, eines Tages, verschwand er einfach. Er ließ nur eine Nachricht im Büro der Staatsanwaltschaft zurück. Staatsanwalt Miles Edgeworth will den Tod. Das ist ein Jahr her. Unmittelbar nachdem du nach Hause zurückgingst. Herr Edgeworth, er ist tot? Ich glaube es nicht. Er lebt noch, ich bin mir sicher. Er ist irgendwo auf dieser Welt am Leben. Staatsanwalt Miles Edgeworth will den Tod. Natürlich tat er das. Du hast seinen Ruf als Staatsanwalt ruiniert. Du hast den Staatsanwalt in ihm getötet. So wie dein Sieg den ehrenvollen Namen von Karma beschmutzte. Ich werde ihn finden. Und dann bringe ich ihm den Unterschied von richtig und falsch mit eigenen Händen bei. Nick? Wegen Edgeworth? Maya, ich habe es dir bereits gesagt und möchte mich nicht wiederholen müssen. Erwähne diesen Namen nie wieder meiner Gegenwart, okay? Nick? Von Karma? Was? Ich weiß nicht, ob du Gottes Geschenk an die Staatsanwaltschaft bist, aber ich habe die Nase voll von dir und von ihm auch. Was ist passiert? Dieser Hund bellt nur und beißt nicht, er ist so gut wie besiegt. Dennoch habe ich euch beiden heute nichts mitzuteilen. Morgen findet die größte Schlacht vor Gericht statt, die man je in diesem Land sah. Vom richtigen Äxten und allem. Nick! Gehen wir, müssen mit den Darstellern im dritten Stock reden. Es tut mir leid, dass ich das angesprochen habe, Nick. Gut, im nächsten Part gehen wir zum Akrobaten Akro. Und ja, dann bis zum nächsten Part. Tschüss.